Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie mit dabei sind und ich kann Ihnen gleich mal eins sagen. Die Mannschaft braucht nur noch einen einzigen Punkt, um sich für die nächste Runde zu qualifizieren. Das sollte doch machbar sein, aber kann man auf Unentschieden spielen? Wohl eher nicht. Deswegen werden Sie offensiv auftreten. Die Fans jedenfalls, die sprühen hier vor Optimismus und Selbstvertrauen. Stadion ist ausverkauft, alles spricht für eine wunderbare Partie. In dieser Region ist dieses Stadion hier das markanteste. Sie sind ja fast schon weiter, aber eben nur fast. Sie haben eine starke Mannschaft, Sie haben eine Menge Routine. Die Frage ist natürlich auch, schaffen Sie es, diesen Punkt nach Hause zu bringen, den Sie brauchen? Das Spiel hat begonnen. Kadarzabek. Darida. Hat unglaublich viel Zeit und Platz. Und da ist die Hereingabe. Einfach weg mit dem Ding. Die Gefahr ist vorerst gebannt. Ball kommt fast. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Er liegt in der Luft, aber leider wird er nicht belohnt. Auch wenn er nicht reingeht. Eine wunderschöne Aktion, ganz nah an der Grenze zum Tor des Monats. Der kommt weit nach vorn. Anbrennen lässt der hier nichts. Ab auf die Flanke. Einfach herrlich. Guckt euch das an, was der mit dem Ball macht. Das ist schlitzohrig. Erstmal geklärt. Weltklasse-Technik. Ja, da war nicht viel drin. Die Abwehr hielt absolut dicht. Toll gelöst. Gute Chance hier zu flanken. Er springt hoch zum Kopfball. Die Gefahr ist vorerst gebannt. Wer gerade erst eingeschaltet hat, wird sich freuen. Sie haben bislang nichts verpasst. Der kommt tatsächlich durch. Der Ball kommt ins Zentrum. Ein Fußball-Kün. Jetzt aber. Da fackelt er nicht lange. Hauptsache weg. So, Fahne ist oben. Einwurf. Und ab damit ganz nach vorn. Schick. Der Einsatz passt auf rechts. Mal sehen, wie es weitergeht. Die Ausgangsposition ist klar. Eine Niederlage dürfen Sie sich nicht erlauben. Minimum muss ein Unentschieden her. Ab auf die Flanke. Wer den Ball kontrolliert. Der kommt in ganz gefährliche Regionen. Er trifft ihn. Richtig stark gehalten.
Er zollt dem Torwart Respekt für seinen Einsatz. Eine 5-Sterne-Parade. Er hat sich den Beifall wirklich verdient. Darida. Ein sehr kluger Pass. Und der kommt an. Aufs lange Eck gezirkelt. Abgefangen. Gut gemacht. Der könnte durchkommen. Und er bezieht clever seinen Keeper ins Spiel mit ein. Nein, das wird nichts, wobei es ja ganz vielversprechend aussah. Das ist nicht von dieser Welt. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Er ist einfach ein bisschen zu eigensinnig, hätte früher den Pass spielen müssen. Augen auf und ab nach vorne. Kadarzabek. Darida. Und jetzt aber. Er bringt ihn rein. Das ist das Ende der ersten Hälfte. 0:0 zur Pause. Hoffen wir auf Tore in Durchgang 2. In 45 Minuten wissen wir, wer auf welchem Platz der Gruppe stehen wird. Es ist bis dato ein ziemlich umkämpftes Spiel. Mal sehen, ob das jetzt anders wird. Kadarzabek, Huschbauer. Der Ball wird länger und länger. Erstmal raus mit dem Ding. Gut gespielt und schau an, der Verteidiger kann auch offensiv. Ja, das war ein klares Foul. Nee, der Schiedsrichter verlegt den Tatort. Guckt euch das an, das war eine Millimeterentscheidung. Es gibt Freistoß, nicht Elfmeter. Den Fehler haben sie vorher gemacht. Er war auf dem allerbesten Weg zum Tor und sie konnten ihn nur noch so bremsen. Da haut er ihn einfach weg. Kadarzabek. Ah, toll aufgelegt. Er zieht durch. Da ist es. Es hat lange gedauert, bis sie endlich mal in Fahrt gekommen sind. Wirklich ein schönes Ding. Heide Witzka. Oh Mann, das schauen wir uns doch mal an. Das ist ja eine Flugkurve, die genügt allerhöchsten ästhetischen Ansprüchen. Damit ist dieses Spiel hier eröffnet. Sie wollen die Gruppenphase überstehen. So haben sie gearbeitet und deswegen haben sie sich jetzt auch mit diesem Tor belohnt. Den will er haben. Schick, schick. Stark gehalten. Ich meine, da hätten manche Fans schon die Arme oben gehabt, aber nicht mit diesem Keeper.
Er hat ihn auf dem Fuß. Gerade noch so geklärt. Und er schießt. Und schon wieder Rettung in höchster Not. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Und ab damit ganz nach vorn. Immer wieder schieben sie einen Riegel davor. Also wer den Ball nicht hat, der kann nach vorne auch nichts bewegen. Das sollten Sie sich jetzt mal bewusst machen. Ab auf die Flanke. Den hat er. Da ist die Flanke. Ab auf die Flanke. Kadarzabek hat bereits ein Tor mustergültig eingeleitet. Chance vereitelt, hat er richtig gut gemacht. Da sollte der Pass hin. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Schick. Weit von hinten nach vorn geschlagen. Das sind doch Pässe mit Ansage. So kommst du nie und nimmer durch. Darida. Ja, und vor damit. Es ist zu ungestüm in den Zweikampf gegangen. Sie wollen das nächste Tor. Das wäre hier die Entscheidung, aber solange das nicht gelingt, bleibt es hier spannend. Wir nähern uns mit großen Schritten dem Spielende. Gut abgelaufen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Gefährlich, wenn er den kriegt. Jetzt ist was möglich. Ein Blick auf die Uhr und Sie wissen, wir haben nicht mehr lange Zeit. Aber vielleicht geht ja noch was. Schick, probiert's. Richtig stark gehalten. Das war eine richtig starke Rettungstat. Ganz hohes Kompliment an den Mann zwischen den Pfosten. Der Torhüter haut ihn weit raus. Kadarzabek. Physisch enorm präsent. Das ist nicht mehr regelkonform. Das muss Freistoß geben. Und das Gegenpressing zahlt sich sofort wieder aus. Jetzt aber. Da ist der Pfiff und tschüss. Das Schicksal ist besiegelt. Das war alles in allem heute einfach zu wenig. So übersteht man eine Gruppenphase natürlich nicht. Hansi, komm, deine Einschätzung.
Sie durften bis zum letzten Spiel vom Weiterkommen träumen. Und jetzt sind sie raus. Das ist natürlich ganz, ganz, ganz bitter. Das war's von uns. Ich bedanke mich bei meinem Kollegen Hansi Küpper. Danke, dass ich hier sein durfte.